Ich habe unsere Wirtschaftssenatorin Ramona Popp im Wirtschaftsausschuss gefragt, wie sie bei der Präsentation Berlins im Wettbewerb um die Vergabe der IAA beim VDA damit umgegangen ist, dass von ihrer Partei, den Grünen, die IAA in Berlin komplett abgelehnt wird. Frau Popp antwortete darauf, dass sie an der Präsentation gar nicht teilgenommen hat und stattdessen der ehemalige Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann an dieser Präsentation teilgenommen hat. Wir halten fest, die Wirtschaftssenatorin der deutschen Hauptstadt lässt sich bei einer wichtigen Messebewerbung durch einen Fußballtrainer vertreten, der wenige Wochen später seinen Job hinschmeißt. So geht Wirtschaftspolitik in Berlin. Die IAA ist dann wenig überraschend nach München vergeben worden. Hätte die AfD mehr Verantwortung, gäbe es in dieser Stadt keine 600 Autobrände, wie das im Jahr 2019 der Fall war. Es gäbe eine ernsthafte Bewerbung um diese wichtige Messe und es gäbe auch einen Wirtschaftssenator, der solche wichtigen Termine wahrnimmt.